Internet wüst beschimpft und beleidigt zu werden. Bis jetzt konnte ich mir das ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Gleich werde ich es aber am eigenen Leib erfahren. Dafür stellt sich unsere Reporterin vor den Cyberbully und prompt schießt er eine Beleidigung nach der anderen raus. Was für eine Hackfresse. Hoffentlich bist du wenigstens klug. Keinen Spiegel daheim? Zugegeben, am Anfang fand ich es jetzt nicht ganz so schlimm, vor allem weil ich auch weiß, dass diese Kommentare alle gestellt sind und es sind ja auch nicht die schlimmsten, weil wir immer noch im öffentlichen Raum sind. Aber desto mehr ich mir dann durchgelesen habe, desto mulmiger ist mir eigentlich geworden und desto mehr hat es mich dann eigentlich auch wirklich getroffen. So hört sich die Umgebung für viele Autisten an. Geräusche, die wir kaum wahrnehmen, sind für sie aufgrund ihrer Hypersensibilität unerträglich. Viele ungefilterte Reize führen dazu, dass die Kinder diese ganz schlecht integrieren können, dass sie unruhig werden, zum Teil auch selbstverletzend, aggressiv mit Gegenständen schmeißen und sozusagen sich zurückziehen. Dadurch werden Alltagssituationen zu qualvollen Stresssituationen. Bedingt durch fehlende Aufklärung kommt es zu Unverständnis und zur sozialen Exklusion. Zusätzlich fehlen Ausbildungsmöglichkeiten und Therapieplätze. Die Folge: eine 28-mal höhere Suizidrate. Für mehr Aufklärung und Toleranz haben wir die Hypersensibilität mitsamt ihren Stufen simuliert. Hierzu durften wir mit zwei autistischen Kindern drehen, die uns zeigten, welche Stufen der Hypersensibilität sie in Stresssituationen durchmachen. Diese Videos wurden anschließend in einem Digital Autofoam abgespielt, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Live-Screening auf die Umgebung reagierte. Umso weniger Reize, umso entspannter reagierte der Screen. Umso mehr Reize, umso nervöser wurde er. Auf diese Weise konnten wir innovativ zeigen, wie stressig Alltagssituationen für Autisten sein können und mehr Einfühlungsvermögen sowie Zusammenhalt schaffen. David Schalkos Erfolgsroman Schwere Knochen wurde vom Volkstheater im Museumsquartier von 15. Jänner bis 25. April uraufgeführt. Das in der Wiener Unterwelt der Nachkriegszeit angesiedelte Stück rund um Ferdinand Notwehr Krutzler lässt keinen Protagonisten mit dem Leben davonkommen. Trotzdem wollten wir genau diese zur Bewerbung zu Wort kommen lassen. Auf quer durch Wien platzierten Grabsteinen konnten Passanten mittels Augmented Reality mit den Verstorbenen in Kontakt treten und ihre Sterbegeschichten erfahren. Krutzler, Ferdinand, Notwehrspezialist, 11-mal freigesprochen wegen tödlicher Notwehr oder sogar öfter. In Wien war ich der König, der Schmuggler. Dafür haben mich alle gehasst. Im Krieg habe ich beide Beine verloren. Was glaubt ihr eigentlich? Glaubt ihr, ich bin heißer vor eurem pickerten Saft? Lasst mich in Frieden ruhen. Auch Kulturplakate, Citylights und U-Bahn-Poster boten die Möglichkeit, in das Stück einzutauchen und die Toten zum Leben zu erwecken. Rund 1,8 Millionen Impressions und zahlreiche Standing Ovations später konnten die Toten endlich im Frieden ruhen. Amen.